Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 15. Ich hätte die Folge gerne damit begonnen, also mit der Frage, oder mit der Aussage, heute entscheidet sich, wer deutscher Meister wird. Die Scheiße ist einfach nur, dass das schon feststeht. Denn München hatte schon das Spiel und ja. Das ist ein bisschen. Ey, das sollte nicht so. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Aber ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht ändern. Also wir können. Jetzt auch egal, was wir machen. Wir sind Vizemeister, kann uns auch keiner mehr nehmen. Ich würde gerne wissen, gegen wen die gespielt haben. Und wie die gespielt haben. Na toll, das wird jetzt nicht angezeigt, oder was? Mal hier hat Bayern noch 2-1 gegen Freiburg gewonnen, das war ja klar. Wir zeigen das jetzt nicht, oder was? Oh, ist das? Was ist das für ein Scheißspieler eigentlich? Ach hier. Begegnungen. Ja. Zwei Spiele waren schon, am 20.05. hat Bayern 2-0 gegen Mainz gewonnen. Dortmund hat auch 2-1 gewonnen. Ja, dann ist jetzt auch egal, was wir machen. Tut mir leid, ich hätte es gern spannender gemacht, aber tja. Kannst du nicht ändern, ne? Dafür würde ich auf jeden Fall ein Dislike unter dieses Video geben. So. Damit das jetzt mal feststeht. So, weil wir dann unsere Spieler schonen wollen, spiele ich heute mit der geilsten Mannschaft der Welt. Denn heute haben die Kleinen ihre Chance. Haben wir noch irgendeinen Innenverteidiger? Ayhan. Ja, Kolasinac, komm. Damit wir wenigstens ein paar gute drin haben. So. Das ist jetzt einfach, weil wir eh keine Chance mehr haben, mache ich das jetzt einfach. Im Sinne so was von, also ist jetzt auch egal. In diesem Sinne. Und mal gucken, wie wir dann spielen. Also ich glaube, dann geht's den Bach runter. Wie ist nochmal dieser kleine Pimpf, der mit irgend so einem Rennauto oder so dicken und der war das, ne? Ich glaube, der war das. Ey, die kannst du alle wegknicken. Sobald die Kohle haben, können die nichts mehr. So, auf jeden Fall, jetzt steht's fest. Wir spielen mit der besten, also mit unserer natürlich Top-Elf heute. Und, tja. Ach, ich hätte auch wohl noch den Torwart wechseln können. Ich hätte wohl noch mal Wettklo spielen lassen können. Oh, wie wirft der denn? Das geht aber nicht! Ja, jetzt bleib mal liegen da und jetzt gib mir noch mal eine Chance. Wey, das sieht doch gut aus. Ah, oh, der trifft wieder. Doch nicht. Komm, mehr. Komm, falsch. Jetzt hab ich's gleich. Ohne Scheiß, jetzt schaffe ich's. Nein, der bleibt hängen. Oh, nein, trifft die doch. Oh mein Gott, ey. Nein, willst du mich verarschen? Hier hinten treffe ich noch nie im Leben. Ich krieg hier nur Punktabzug für. Alter, dann fallen die nicht mal, die Boxen, und dann gehen die einfach weg. Oh mein Gott! Ist das denn zu glauben? Nein, Alter, dann trifft er nur die Scheiß. Oh mein Gott,
Das darf nicht wahr sein. Alter, ich glaub's auch, ey. So. Hallo, liebe Zuschauer, hier ist Imtech mein neuer Arena, Partner und HSH ich Nordbank begrüße Sie Arena, heute Aola aus der Arena, wie Imtech auch immer ihr Arena. diese Arena nennen wollt. Sie hatte viele Namen. Oh, guck mal, da auch ein neues Trikot, was mit der Mod dazu kam. Und wir natürlich heute mit unserer Top 11. Nein, fast sagen U20 von Schalke. Die Fans freuen sich auf diese Begegnung und die Spieler sind natürlich auch gespannt, wer die taktischen Marschrouten. Junge, kannst du nicht chippen oder was? Alter, dann drücke ich das und dann chippt er nicht. Dickmeier. So, heute können die Jungs richtig reinklöppeln. Wetten, boah, ich krieg gleich hundertprozentig sau viele Nachrichten. Boah, Trainer, danke, dass ich mich spielen gelassen haben, ey. Voll geil von dir, ey, und so. Sehr schön gespielt. Jetzt greift er ihn an. Setzt sich da durch. Der Typ, der Autorennen fährt und dann gegen Baum fährt. Ich weiß nicht, ob das ein Baum war. Auf jeden Fall ist der Autorennen gefahren. Und die erste... Also den ersten Ansatz zur guten Möglichkeit hatte Schalke. Van der Vaart. Und Achtung, genau hingeschaut. Van der Vaart. Die Hamburger nehmen ja wieder an der alljährlichen Wurstweltmeisterschaft teil. In Kastrop-Rauxel. Übrigens, also nur zur Info. Waren sie, glaube ich, letztes Jahr auch schon dabei, aber da hat es nicht so ganz geklappt. Da waren die Würste nicht richtig aufgedreht. Beziehungsweise, die haben nicht mehr die richtige Zeit hinbekriegt, die Würstchen zu drehen. Das hat natürlich dann zu Konflikten geführt. Und das führt dann dazu, dass sie leider nicht die Wurstweltmeisterschaft gewonnen haben in Kastrop-Rauxel. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. So, ich glaube, ich werde hier kaum Chancen kriegen mit dieser Mannschaft. Aber immerhin sind sie im defensiven Bereich recht gut. HSV hat sich eigentlich auch beschwert, warum Schalke mit so einer Mannschaft antritt. Also, wieso? Ein ganz normaler Bundesligaspieler. Clemens. Nikolai Müller. Dickmeier. So. Sané. Er hat heute Sané. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Höger. Ja, da wollte Clemens durchstarten, kriegt den Ball aber nicht. Und jetzt ins Ausgeklärt. Ja, wo sind die Angebote? Käse Sané kommt nicht. Und dann Höger mal. Aber René Adler hält den Ball super. So, Eihahn. Heute Kapitän. Kesi Sané. Ah, ein klasse Doppelpass. Ein Zungenschnalzer. Van der Vaart. Tja, leider, wie gesagt, nicht die Meisterschaft. Egal, dann halt im nächsten Jahr. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Abseits. Er ist tja, Mensch, da muss er nicht so früh starten, na. Abseits brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine so, halbe Stunde jetzt gespielt hier, zwischen der U21 von Schalke und der Erstmannschaft vom HSV. Und ja, momentan sieht es ja so aus, als ob das Spiel nur 0 ausgeht. Auf beiden Seiten eigentlich relativ scheißegal, denn Bayern hat 3 Tage vorher gespielt und die haben halt schon gewonnen. Das habe ich auch am Anfang des Videos gesagt, für diejenigen, die jetzt einschalten. Das kann auch mal sein, wenn ihr einfach Videos vorspulen. Ja, es ist eigentlich egal. Dann brauchen sie sich nämlich auch nicht wundern, warum ich mit so einer Mannschaft spiele.
Jansen. Jetzt Marcel Schlitz-Jansen. Danke, Flick in den 16. Danke, Giefer ist da. Souveränes Torwartspiel. Ah. Afdijay kann nur Auto rennen. Oder ja, Afdijay, so keine Ahnung, wie der Typ heißt. Nicht durchgehen lassen. Afdijay. Und da sieht er gelb. Zu Recht. So, gelb hat's gegeben für Kleber, Klaus Leber. Klaus Leber kriegt gelb. Alles in Ordnung. Schön. Und das gibt da Eckball für Schalke, den ersten überhaupt in dieser Partie. Und ich glaube, diese Wiederholung räumt sämtliche Zweifel aus. Ja, ja, das war eindeutig gelb. Höger. Boah, wir müssen da aufpassen. Mit seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Clemens. Jens Kolasinac ist jetzt aber da. Seat. Kolasinac, verliert er den Ball, jetzt muss er zurück. Sehr gut. Schön gesehen. Den Clemens da, der will ja den, flankt ja den Rückraum. Bei Afdijay haben wir uns ja schon festgelegt, der kann im Auto rennen. Aber auch nicht das wirklich. Jetzt aufgepasst, jetzt kommt der HSV mal. Und der Schuss war irgendwie komisch von Raphael van der Vaart da. Also die bringt er normalerweise besser aufs Tor. Kann sein, dass er natürlich gerade geschielt hat, dann würde das doch natürlich einen Ticken weiter links oder beziehungsweise rechts stehen. Jetzt aber aufgepasst. Giefer ist da. Da wollte Schalke einfach mal schnell machen. Für HSV wäre es natürlich nicht so ein Riesenerfolg hier, so ein 1-1. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da setzt er zum Gretscher. Und jetzt ist Halbzeit, es steht noch 0-0 zwischen der U21 von FC Schalke 04 und dem HSV. Hier können wir auch sehen, Bayern spielt nicht, die haben schon gespielt. Ja, eigentlich schade drum. Naja. Theoretisch wartet ihr sowieso alle wahrscheinlich nur auf das letzte Spiel jetzt. Achtung. Schalke steht aber gut, muss ich sagen. Die 21 Spieler haben das drauf. Jetzt Sané, ist gut gestartet. Spielt weiter auf Afdijay und es steht 1-0. Erstes Saisontor für den Autorennfahrer. Und da startet auch Sané gut, spielt weiter und Afdijay spielt direkt das Ding an Adler vorbei und es steht 1-0 für Schalkes U21. So, damit liegt Schalke jetzt vor. Van der Vaart. Ja, kein Vorspiel davon, Höger. Alles gut. Oh, und da ist natürlich jetzt, müssen sie ruhig bleiben. Nikolai Müller. Gut von Friedrich den Ball wieder geholt. Sané, stark. Afdijay. Mit seinem Auto stand er nicht im Abseits. Ganz weit raus und kontrolliert den Ball. Und das ist, meine, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen, sondern Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einleiten. Van der Vaart. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Wieder stark den Ball geholt von Friedrich. Der Angriff ist schon wieder beendet. Der bewirft sich gerade für den Erhalt auf Schalke. Höger. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen. Jetzt Marco Höger. Ach, schade. Sané hätte vielleicht ein bisschen weiter im Rückraum bleiben sollen. Sonst der Pass sonst gut gemacht von Höger da auf jeden Fall. Natürlich nur einer, der so ein bisschen die Mannschaft zusammenhält.
bekommt Hilfe. Der Verteidiger blockiert den Ball. Na, schade, wollten den Ball direkt schnell rausmachen. Alter, das ist noch teilweise finde ich einfach keine Wörter dafür mehr. Achtung, jetzt kommt Hamburg, aber irgendwie kriegen sie den Ball da raus. Jetzt aufgepasst, Holtby, Eckschalker. Und jetzt erstmal geklärt. Müller mit der Flanke. Es muss Einwurf geben. So, Wechsel bei Hamburg. Modest kommt, Anthony Modest. Ball kommt rein und dann steht 1-1. Und da hat halt wenig gestimmt. Und gerade eingewechselt macht Modest hier den Ausgleich. Ja, da ist er ganz frei. Man ahnt nichts. Dieb war dann nicht optimal. Und Modest ist der Einzige, der zum Kopfball hochkommt und anschließend das Kopfballduell auch gewinnt. Aber es ist noch Zeit. Da war gerade Itta, der kommt aus Salzgitter. Kann er sich den Ball holen? Van der Vaart. Jiracek. Und ich würde sagen, wir haben ja noch ein paar Leute in der Hinterhand. Gute Ball geholt von Clemens. Aber es dauert natürlich schon eine ganze Zeit, bis Schalke hier nach vorne kommt. Mit der U21. Aber dann, Sané, gut gestartet. Boah, und dann kommt da gerade noch Dingens an den Ball und kann ihn zum Torwart köpfen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Van der Vaart. So, jetzt gibt es gleich eh einen Pfiff, deswegen gehe ich schon mal einen Wechsel über. Gut, ich hätte vielleicht andere Spieler mitnehmen sollen. Komm. So, dann habe ich dann eine Dreierformation. Noch kein Pfiff. Und, bei den Gästen steht in Kürze ein und es gibt Eckball nochmal für Hamburg. Und der Ball rudelt ins Hamburg, meine Perle. Der Ball kommt, Giefer hat ihn. Naja. Neustädter. Das ist eine Deuterleistung, die man ganz, ganz selten. Goretzka. Goretzka Neustädter. Und Einwurf für Schalke. Haben auf jeden Fall schon mal die Mission ausgeführt, den Ball nach vorne zu bringen. Oh, er hätte nicht drücken sollen. Scheiße. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat und so ganz einfach war das eben nicht. Clemens. Oh, Clemens, schlechte Ballannahme da. Gut den Ball wiedergeholt. Da müssen sie sich abstimmen. Meier, Max Meier. Hält mich fast fest. Und nochmal Eckball für Schalke. Das ist durchaus eine Stärke von ihm. Da kann noch was passieren. Aber der Ball geht erstmal raus. Und jetzt aufgepasst, da steht keiner mehr. Doch, was macht er denn da hin? Und das gibt nochmal direkt Eckball für Hamburg. Es ist nicht mehr lange zu spielen, aber es gibt nochmal den Eckstoß.
Giefer ist draußen. Und nochmal Eckball. Und da kommt er zum Kopfball. Aber nichts Zählbares. Höger muss den Ball da annehmen. Diekmeyer. Clemens. So, Meier. Schade. Nochmal ein Wurf Schalke. Clemens. Kolasinac bringt da die Flanke. Aber die Ball ist halt viel zu lange in der Luft. Da kann sich Hamburg stellen. Das klar machen. Oh, da geht er nochmal rein. Da gibt es auch nochmal den Pfiff. Rot ist es nicht. Sieht sehr wahrscheinlich die Gelb. Nein, gibt nur die Verwarnung. Und nochmal Freistoß für den HSV. Ja, aber ungefährlich. Und Schalke U21 spielt 1:1 gegen den HSV. Wir sehen uns dann morgen zum nächsten Part wieder. Und dann geht's ins Champions League Finale. Um alles. Also dann, bis morgen. Ciao, ciao.